Oh, also ich bin echt fix und alle. Das schlaucht schon echt. Wir haben heute einen heißen Tag. Man merkt, dass ich auch nicht austrainiert bin. Viele, viele Ausreden natürlich, aber es ist einfach auch anstrengend. Man ist auch eingeengt hier in dem ganzen Zeug. Also auch das Atmen fällt ein bisschen schwerer, weil das alles eng ist. Man hat diesen engen Helm auf. Man kann sich nicht mehr den Schweiß aus dem Gesicht wischen. Das sieht immer so leicht aus. Es sind immer so kurze Bewegungszyklen, die man macht, kurze Sprints, kurze Bewegungen, aber die sind halt auch echt irre anstrengend, wenn man das immer und immer wieder macht. Patrick Buck ist völlig am Ende. Der NWZ-Redakteur hat an einem Footballtraining der Oldenburg Knights teilgenommen. Die zweite Mannschaft spielt in der Landesliga und hat Patrick hart rangenommen. Nach einer kurzen Aufwärmphase und ein paar Lauf- und Koordinationsübungen ging es zunächst ins Angriffstraining. Dabei hat er gelernt, wie man einen Tackle richtig setzt. Und wie es sich anfühlt, von einem gegnerischen Verteidiger umgemäht zu werden. Zum Schluss wurde es für Patrick noch einmal verdammt ungemütlich, als er sich den richtig harten Jungs im Defensivtraining stellen musste. Auch wenn es bei Patrick nicht so aussieht, jeder Spielertyp kann im American Football seine Position finden, solange er für das Team arbeitet, wie auch Headcoach Tyrus Morgan erklärt. Jeder kann mitspielen. Du kannst klein sein, groß sein, dick, dünn. Ist egal. Jeder muss miteinander zusammen spielen und jeder muss aufeinander zielen. Also das fordert sehr viel Disziplin. Auch Patrick hat versucht, diszipliniert zu arbeiten. Was er davon hat, viele blaue Flecken und andere kleine Blessuren. Also vom Tackling habe ich, glaube ich, erstmal genug. Da warte ich vielleicht lieber ab, wenn ich ein bisschen Gewichte gestemmt habe, dann probiere ich es vielleicht nochmal. American Football. Definitiv nichts für Weicheier. Man muss aber ganz ehrlich sagen, Patrick hat sich gar nicht so schlecht geschlagen.